In dieser Werft im französischen Saint-Malo wird eifrig an der Zukunft der Schifffahrt gebastelt. Im Mittelpunkt steht dieser Katamaran, der im Februar zu einer Weltumrundung in See stechen soll. Und das nur mit der Kraft erneuerbarer Energien. Die Energy Observer ist das erste mit Wasserstoff betriebene Schiff, das einen ganzen Mix an Energiequellen nutzt. Also Windturbinen, Solarzellen, Wasserturbinen und Wasserstoff, den wir aus dem Meerwasser gewinnen. Die Idee hinter dem Projekt: sind Wind und Sonne im Überfluss vorhanden, produziert das Boot zusätzlich Wasserstoff, der wiederum als Stromquelle dient, wenn Sonne und Wind nicht ausreichen. Als Vorbild dient den Bootsbauern das nur mit Sonnenenergie betriebene Flugzeug Solar Impulse, das vor einigen Monaten die Welt umrundet hat. Die Solar Impulse ist das beste Beispiel. Alle haben behauptet, dass es unmöglich ist, nur mit Sonnenenergie zu fliegen. Wir haben dieselben Ambitionen. Auf 6 Jahre ist die Weltumrundung angelegt. Nur die Finanzen könnten den Abenteurern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Schließlich soll das Projekt mehr als 4 Millionen Euro pro Jahr kosten. Doch sie sind, so sagen die beiden, zuversichtlich, das Geld zusammenzubekommen.